Die Wolfsschanze heute, das ehemalige Führerhauptquartier bei Rastenburg in Ostpreußen, ist ein Trümmerfeld. Hier sollten am 20. Juli 1944 975 Gramm Plastiksprengstoff den Diktator Adolf Hitler töten. Doch das Attentat misslingt und der Staatsstreich scheitert. Noch in der Nacht fordert der Diktator blutige Rache an den Verschwörern. Die Nazis verhaften hunderte Regimegegner und machen ihnen vor laufenden Kameras den Prozess. Der Präsident des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, soll die Angeklagten propagandagerecht zum Tode verurteilen. Doch die Verfahren geraten zur Farce. Freisler ist der Typus des Henkers des Dritten Reichs, des Henkers, des Verbrechers, des Mörders in der Richterrobe. Schreiend, geifernd und geradezu ängstlich bemüht, denjenigen, die er angeklagt hat, kein Forum zu bieten. Im ganzen Dritten Reich werden Regimegegner unbarmherzig verfolgt und von der Nazi-Justiz ermordet. Bis heute unvergessen ist die Geschichte der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die Münchner Studenten protestieren mit Flugblättern gegen Krieg und Barbarei. Die Geschwister Scholl und ihre Freunde büßen mit dem Leben. Über 5000 Todesurteile des Volksgerichtshofs werden bis zum Untergang des Dritten Reichs verhängt und vollstreckt. Etwa die Hälfte unter der Regie von Hinrichter Roland Freisler, der bis zum bitteren Ende gnadenlos bleibt gegenüber seinen Opfern. Im Spätsommer beginnt die deutsche Offensive in Südrussland. Auf ihrem Weg hinterlassen die Truppen eine Schneise der Verwüstung. In diesem modernen Krieg sterben mehr Zivilisten als Soldaten. Die Offensive verläuft nicht wie geplant. Jeder dritte Deutsche ist seit Beginn des Feldzugs gegen die Sowjetunion bereits verwundet, vermisst oder tot gemeldet worden. Ungeachtet dessen verklärt die Nazi-Propaganda die Wehrmachtssoldaten zu Übermenschen. Doch nicht jeder schenkt den grotesken Phrasen Glauben. Hans Scholl, Willi Graf und Alexander Schmorell sind zusammen in einer Sanitätskompanie in Gschatzk stationiert. Dicht hinter der Front suchen sie den Kontakt zur russischen Bevölkerung. Die Gewalttaten, die die Deutschen an Zivilisten und Gefangenen begehen, bestärken sie in ihrer Opposition. Die Aktivitäten der Weißen Rose sind zwar unterbrochen durch den Fronteinsatz, aber sie sind nicht durch den Fronteinsatz sozusagen erst motiviert worden. Sie mussten nicht erst an der Ostfront sein, um zu wissen, was der nationalsozialistische Krieg bedeutete. Willi Graf war schon vorher eingesetzt im Bereich des sogenannten Westfeldzuges 1940. Und auch die anderen hatten durchaus vorher schon in Einheiten zu tun gehabt, die Fronterfahrung gehabt hatten. Also, nein, es war nicht nur der Krieg, aber der Krieg und ihr Fronterlebnis verstärkte natürlich die Gegnerschaft nur. Willi schreibt: Wir haben oft bei Bauern gesessen und gesungen. Man vergisst dann für kurze Zeit all das Traurige und Entsetzliche, das sich hier um uns ereignet. Hans notiert: Heute haben wir einen Russen begraben. Er muss schon mehrere Wochen draußen gelegen haben, 100 Meter von unserem Bunker entfernt. Eines Nachts hätten er und Hans die Schädel weiterer gefallener Soldaten bestattet, damit ihre Seelen Ruhe fänden, schreibt Alexander an Lilo. Das Land hinterlässt in dem russischstämmigen Alex tiefe Eindrücke. Schönes, herrliches Russland, schreibt er an Lilo. Dort, weit, weit, wo Himmel und Erde sich berühren, am Rande einer unendlich weiten Ebene, steht sie einsam und weist in den Himmel. Du einsame Birke, der ewige Steppenwind liebkost, zerrauft, bricht dich. Du bist sein ewiger Spielball. Und weiter: Lilo, glaub nicht, was man dir von der Stumpfheit, Dumpfheit des Russen sagt und schreibt.
In Deutschland leben die verschleppten russischen Kriegsgefangenen in menschenverachtenden Arbeitslagern. Propagandaminister Josef Goebbels diffamiert die geschlagenen Sowjetsoldaten als Untermenschen. Skrupellos nutzt der Agitator die ausgezehrten Gefangenen für seine perfide Propaganda-Inszenierung. Die Entmenschlichung ihrer Feinde soll die Kriegsbereitschaft der deutschen Bevölkerung anstacheln. Die Lage der deutschen Truppen an der Ostfront ist prekär. Besuch des italienischen Verbündeten Benito Mussolini bei Adolf Hitler auf dem Obersalzberg. Im Berghof demonstrieren die beiden Diktatoren Einigkeit und Stärke. Doch an der Front bestehen inzwischen akute Versorgungsmängel. Der Zustand vieler Divisionen verschlechtert sich dramatisch. Immer schwieriger wird es, Kritik an Hitlers Regime zu unterbinden. Am 20. August 1942 ernennt Adolf Hitler Roland Freisler zum Präsidenten des Volksgerichtshofs. In der Erwartung, dass der Ernannte getreu seines Diensteides seine Amtspflicht gewissenhaft erfüllt und das Vertrauen rechtfertigt, das ihm durch diese Ernennung bewiesen wird. In der Tat wird Freisler zu einem der fanatischsten Verfolger politisch Andersdenkender in der nationalsozialistischen Diktatur. Er hofft eigentlich, dass er Reichsjustizminister wird. Hitler lässt diesen Posten lange Zeit unbesetzt, kann sich nicht so wirklich entscheiden. Und Freisler wird dann nur Präsident des Volksgerichtshofes, schreibt dann aber auch Briefe an Hitler, in denen er versichert, dass dieser Volksgerichtshof nun ein wirkliches Instrument nationalsozialistischen Geistes und Handelns werden würde. Die Mordpraxis unter Freisler wird schlimmer als in der Zeit davor. Er macht bereitwillig jede politische Straftat, jeden politischen Mord an einem Gegner des Nationalsozialismus mit. Und er ist auch derjenige, der versucht, sich darüber über eine besonders forsche Haltung zu profilieren. Und Sie finden bei ihm wirklich eine Skrupellosigkeit sondergleichen, die selbst unter den nationalsozialistischen Führungsgrößen ihresgleichen suchen. Der Volksgerichtshof wird sich stets bemühen, so zu urteilen, wie er glaubt, dass Sie, mein Führer, den Fall selbst beurteilen würden, gelobt der frisch gekürte Richter in seinem Antrittsschreiben an Hitler. In Treue, Ihr politischer Soldat Roland Freisler. Mehr als 2600 Todesurteile wird Hitlers Vollstrecker bis 1945 fällen. Unterdessen muss der Diktator für die ausgebluteten Wehrmachtsverbände an der Ostfront frische Divisionen aufstellen. Die Truppen haben bereits über 30% ihrer Ausgangsstärke von 3,2 Millionen Mann als gefallen, verwundet oder vermisst gemeldet. Ungerührt inszeniert die Nazi-Propaganda in München eine Truppenparade im großen Stil. Hitler bereitet seinen Angriff auf das symbolträchtige Stalingrad vor. Den Studenten der Weißen Rose bleibt das Schicksal der 6. Armee erspart. Am 1. November treten sie die Heimreise an. Eine knappe Woche später kommen sie in München an. Auch Sophies Freund Fritz Hartnagel weilt auf Heimaturlaub in Deutschland. Er begleitet sie auf ihrer Fahrt nach München, wo Sophie sich mit ihrem Bruder Hans eine Studentenwohnung teilt. Mein Mann war doch Jugendfreund von der Sophie. Und so hat er sich mit der Sophie getroffen und ist mit ihr nach München gefahren. Und da hat sie ihm unterwegs einen Bezugschein für einen Vervielfältigungsapparat gegeben und hat ihn gebeten, dass er darauf sein Kompaniestempel macht, weil man das ja nicht mehr kaufen konnte. Und hat ihn um Geld gebeten und hat gesagt, es ist für einen guten Zweck. Und sie kann ihm jetzt im Augenblick noch nichts sagen, aber er hat sich gleich gedacht, dass es etwas Illegales ist und hat zu ihr gesagt, Sophie, bist du dir darüber im Klaren, dass dich das Kopf und Kragen kosten kann? Da hat sie gesagt, ja, darüber bin ich mir im Klaren. Fritz erfüllt Sophies Bitte. Mit dem Vervielfältigungsapparat hat die Weiße Rose nun die Möglichkeit, nicht mehr nur Hunderte, sondern tausende Exemplare ihrer Manifeste herzustellen. Nummer 5 trägt den Titel Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern, rufen die Freunde ihren Lesern zu. Und entscheidet euch, ehe es zu spät ist.
Mit dem Mut der Verzweiflung versucht die Weiße Rose, Widerstandskreise im ganzen Land miteinander zu verknüpfen. Hans und Alexander reisen nach Chemnitz zu Falk Harnack, dessen Bruder Arvid einer der führenden Köpfe der Roten Kapelle war. Hans plant, an allen deutschen Universitäten illegale studentische Zellen zu errichten, die schlagartig übereinstimmende Flugblattaktionen durchführen sollten. Ihre Manifeste schicken die Studenten nicht mehr nur an ausgewählte Adressen im Münchner Raum. Sie verteilen sie gezielt in verschiedenen Großstädten. Ende Januar 1943 gelangen ihre Flugschriften nach Hamburg, Berlin, Köln und Wien. Auch Willi Graf macht sich auf den Weg. Willi Graf reiste allerdings ohne großen Erfolg noch einmal. Um Weihnachten 1942 zu ehemaligen Freunden versuchte sie zu motivieren. Es gab in Ulm eine Schülergruppe, die noch in engem Kontakt mit Hans und Sophie Scholl stand, die auch beteiligt war an der Herstellung und Verbreitung mit von Flugblättern. Die Flugblätter der Weißen Rose aus München gelangten auch nach Hamburg. Es gab in Hamburg einen Kreis junger Ärzte zum einen, auf der anderen Seite von jungen Buchhändlern, Studenten, die diese Flugblätter lasen, auch abschrieben, sodass mit Fug und Recht auch von einem Hamburger Zweig der Weißen Rose gesprochen werden kann. Ich denke, das kann als ein Versuch von der Weißen Rose gewertet werden, den Aktionskreis zu erweitern. Am 17. Januar erhält Sophie Post von Fritz Hartnagel. Sein Bataillon ist in Stalingrad aufgerieben worden. Fritz nimmt an, dass es sein letzter Brief an die Freundin sein wird. Nur noch Gefangenschaft oder Tod erwarten ihn, so glaubt er. Das Kriegsende rücke spürbar näher. Im Kessel von Stalingrad sterben bei Temperaturen unter 40 Grad minus mehr Menschen an Hunger und Erfrierungen als an den Folgen der Kämpfe. Umgeben von nichts als der eisigen Steppe sind die Soldaten ihrem Schicksal schutzlos ausgeliefert. Am 31. Januar 1943 kapituliert die 6. Armee in Stalingrad. Im Volk machte sich eigentlich ein Schock darüber breit, dass dieser Krieg vielleicht doch nicht gewonnen werden könnte, sondern dass man drohte, den Krieg zu verlieren. Diese Stimmung wollten die Münchner Angehörigen der Weißen Rose ausnutzen, als sie das 6. Flugblatt der Weißen Rose verfassten, das zum offenen Widerspruch und Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufrief. Aber sie wollten das Volk und sie wollten die Studenten aufrütteln und ihrer Überzeugung Ausdruck verleihen, dass der Krieg sehr bald beendet sein würde. Zugleich greifen die Freunde zu weit gefährlicheren Mitteln, dem Anschreiben von Widerstandsparolen. Kaum jemand weiß von ihren risikoreichen Aktionen. Alex kam rein mit so Riesenrollen. Und sagt, du darf ich die mal hier auslegen. Also er hat nie gesagt genau, was er machen will. Dann hat er auf dem Boden drei Stücke ausgeschnitten. Ich denke, na, also irgendwann wird er ja mal sprechen, gell? Und dann hat er auch nichts gesagt, aber dann habe ich es gelesen. Nieder und das zweite mit Hitler, gell? Und er hat mich auch nicht gebeten, ihm zu helfen. Ich sagte, entschuldige, aber die Zimmer, die in Frage kamen, sind alle zu klein. Ich hatte ein großes Zimmer, wo der Flügel war. Dann ist er, wie das fertig war, hat das wieder eingeholt, ist wieder abgehauen. Anfang Februar besucht Elisabeth Scholl ihre Geschwister in München. Sie ahnt nicht, dass Hans und Sophie einem Widerstandskreis angehören. Eines Abends erscheint ihr die Schwester nervös. Mit der Sophie habe ich dann einen Spaziergang gemacht im Englischen Garten. Und da sagte die Sophie zu mir, jetzt müsste man Maueranschriften machen. Hab ich gesagt, ich habe einen Bleistift in der Tasche. Sie gesagt, das genügt nicht, da braucht man Teerfarbe. Hab ich gesagt, das ist aber gefährlich. Hat sie mir erwidert, die Nacht ist des freien Freund. Am Abend des 3. Februar verlassen Hans, Alex und Willi die Wohnung, um in eine Klinik zu gehen, wie sie sagen. Als die Medizinstudenten bald darauf zurückkommen, sind sie in übermütiger und gelöster Stimmung. Gemeinsam feiern die Freunde bei einer Flasche Wein.
Dann am nächsten Tag sind wir an die Uni gegangen und da waren überall an der Seite waren so kleine Zettel. Da hat man gesehen, ist irgendwas zugeklebt. Und da hat natürlich jeder den Zettel gesehen, was unter dem Zettel da steht und das durchgestrichene Hakenkreuze, Hitler, Massenmörder, und alle möglichen Parolen. Und dann kamen wir an die Universität und da ist also sicher so fast so hoch wie die Wand gestanden, Freiheit. Und eine Menge Studenten drumherum. Also die Resonanz war außerordentlich unterschiedlich. Die, die dafür waren, haben natürlich den Mund gehalten. Und andere haben gesagt, solche Schweinehunde. Und da waren Zwangsarbeiterinnen, die haben mit Schmierseife und Wurzelbürste versucht, das abzuschrubben. Da hat Sophie zu mir gesagt, da können sie lang schrubben, das ist Teerfarbe. Zwei Wochen später entschließen sich Hans und Sophie, die übrig gebliebenen Exemplare des 6. Flugblattes an der Universität zu verteilen. Nicht wie bisher nachts, sondern am helllichten Tag machen sie sich auf den Weg. Am Morgen des 18. Februar 1943 nahmen Hans und Sophie Scholl mit einem kleinen Koffer diverse dieser Flugblätter mit, gingen in das Hauptgebäude der Münchner Universität, legten es aus, verweilten noch einen Augenblick länger, warfen dann die letzten Exemplare des Flugblattes in den Lichthof der Münchner Universität. Und dabei wurden sie dann von einem Hausmeister, einem Pedell, beobachtet, der sie dann festhielt und der sie dann der Polizei übergab. Von dort aus kamen sie dann ganz schnell in die Hände der Geheimen Staatspolizei in München, die sofort mit den Verhören begann. In der Staatspolizeileitstelle München werden die Geschwister Scholl getrennt. Jeder der beiden wird nun in einem separaten Raum von einem Gestapo-Beamten verhört. In Hans' Personalbogen vermerken die Beamten, festgenommen wegen Verdachts der Verbreitung von Flugblättern. Die Geschwister wissen nicht, dass die Gestapo bereits ihre Wohnung durchsucht. Hans bestreitet zunächst, mit den Flugschriften zu tun zu haben. Unerschrocken tritt er den Verhörbeamten entgegen. Gefragt, was der mitgeführte Koffer beinhaltete, antwortet er wahrheitsgemäß, nichts, der Koffer war leer. Auf die Frage, warum er einen leeren Koffer an der Universität umherschleppe, behauptet Hans kaltblütig, den habe Sophie für eine Heimreise nach Ulm benötigt. Auch seine Schwester lässt sich von dem Verhörbeamten nicht einschüchtern. Hans' Begründung für den leeren Koffer bestätigt sie. Ebenso wie er versichert Sophie zuerst glaubhaft, mit den sichergestellten Flugblättern nichts zu tun zu haben. Sie habe sie zusammen mit ihrem Bruder aufgestapelt in den Gängen und auf den Treppen der Universität liegend vorgefunden. Nach einem flüchtigen Blick auf die Seite habe sie im Vorbeigehen einen der Stapel von einem Geländer hinunter in den Lichthof gestoßen. Auch nach mehreren Nachfragen bleibt sie bei ihrer Version der Ereignisse. Trotz ernster Vorhaltungen und Ermahnungen muss ich nach wie vor bestreiten, sowohl mit der Herstellung als auch mit der Verbreitung der in Frage stehenden Flugblätter auch nur das Geringste zu tun zu haben. Als die Gestapo-Beamten Hans über die bei seiner Festnahme sichergestellte zerfetzte Notiz befragen, versucht er, deren Verfasser Christoph Probst zu schützen. Hans behauptet, das mit Stalingrad 200.000 deutsche Soldaten geopfert beginnende Schreiben am Morgen in seinem Briefkasten gefunden zu haben. Den Brief habe ich kurz überflogen und dann zerrissen, sagt er aus. Sophie kann nicht wissen, mit welchen Mitteln Hans den Freund entlasten will. Zum ersten Mal deckt sich ihre Aussage nicht mit der ihres Bruders. Ahnungslos antwortet sie auf die scheinbar harmlose Frage des Vernehmungsbeamten, ob sie am Vormittag Post erhalten hätten. Als ich gemeinsam mit meinem Bruder das Haus verließ, war der Briefkasten bestimmt leer.
Während die Geschwister Scholl weiter vernommen werden, inszeniert an diesem Nachmittag Propagandaminister Goebbels im Berliner Sportpalast die Akklamation des totalen Krieges. Die Hoffnung der Weißen Rose auf die deutsche Auflehnung gegen Krieg und Mord geht in nationalsozialistischem Jubelgeschrei unter. Im Gefängnis der Münchner Gestapo konfrontieren die Beamten Hans Scholl mit den Ergebnissen ihrer Wohnungsdurchsuchung. In seinem Schreibtisch haben sie Schriftproben von Christoph Probst sichergestellt, sowie Briefmarken gefunden. Ich bin nun bereit, die volle Wahrheit zu sagen, gibt Hans schließlich zu Protokoll. Auch seinen Freund kann er nun nicht mehr decken, die Beweisstücke haben ihn überführt. Der von mir heute Morgen nach meiner Festnahme zerrissene Zettel stammt von Christoph Probst. Stets war die Gruppe bemüht gewesen, den mehrfachen Vater vor Verdachtsmomenten zu schützen. Zur Zeit seiner Festnahme liegt Christophs Frau mit dem dritten Kind im Wochenbett. Hans unterschreibt seine Aussage im Wissen darüber, was die Überführten nun erwartet. Ich habe auch damit gerechnet, dadurch mein Leben zu verlieren. Sie wussten, was sie taten. Sie sind in den Verhörprotokollen ihren Peinigern ausgesprochen aufrecht entgegengetreten. Man merkt förmlich den Protokollen an, dass sogar die Verhörbeamten diese Position unheimlich wird. Und dass sie diesen jungen Menschen, dieser 22-, 23-jährigen Brücken bauen wollen, würdest du es nochmal tun? Ja, und sie müssen sich anhören, ja, ich habe euch immer verachtet. Auch Sophie bleibt nun keine Wahl mehr. In der Nacht vom 18. auf den 19. Februar wird ihre zuvor unterbrochene Vernehmung wieder aufgenommen. Nachdem mir eröffnet wurde, dass mein Bruder Hans Scholl sich entschlossen hat, der Wahrheit die Ehre zu geben, will auch ich nicht länger an mich halten, beginnt sie ihr Geständnis. Und sie endet: Ich will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. Die Eltern erfahren erst einen Tag später von der Verhaftung ihrer Kinder. Der liberale Robert Scholl war selbst schon einmal in die Fänge der Gestapo geraten. Er weiß, was Hans und Sophie erwartet. Meine Eltern wurden informiert durch eine Kommilitonin meines Bruders, die Traude Lafrenz. Die ist nach Ulm gekommen und hat meinen Eltern mitgeteilt, dass sie verhaftet sind und warum sie verhaftet wurden. Und das war meinen Eltern sofort klar, dass das nur ein Todesurteil bedeuten kann. Und Sonntagabend hat ein anderer Kommilitone angerufen, anonym natürlich, weil man ja nie wusste, ob die Gestapo das Telefon mithört, dass die Verhandlung schon am nächsten Tag ist. Und er würde meine Eltern am Bahnhof abholen und würde sie hinbegleiten. Der Volksgerichtshof samt seinem Präsidenten Roland Freisler ist eigens für die Verhandlung mit einer Sondermaschine aus Berlin angereist. Vier Tage nach ihrer Verhaftung eröffnet der gefürchtete Blutrichter das Schnellverfahren gegen Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst. Kurz vor dem Ende des Prozesses gelingt es der Familie Scholl, sich in den Verhandlungssaal zu drängen. Schnell sehen sie ihre Befürchtungen bestätigt. Freislers Urteil gegen die drei jungen Angeklagten steht schon längst fest. Der ganze Saal war voll mit Parteiprominenz. Und
Dann wurde der Pflichtverteidiger aufgerufen, meine Geschwister zu verteidigen. Da ist er aufgestanden und hat gesagt, also er hätte vorher keinen Zugang zu den Akten gehabt. Aber wenn er Zugang zu den Akten gehabt hätte, hätte er gesagt, also Todesurteil ist völlig gerechtfertigt. Und da ist dann mein Vater aufgestanden und hat gesagt, wenn der Verteidiger seine Kinder nicht verteidigt, dann wolle er es machen. Und dann hat man sie beide, meine Mutter und meine Schwester und meinen Bruder Werner, rausgeworfen aus dem Saal. Und während er rausging, hat mein Vater ganz laut gerufen, es gibt noch eine andere Gerechtigkeit. Im Namen des deutschen Volkes verurteilt der Volksgerichtshof wenig später Hans, Sophie und Christoph wegen Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung zum Tode. Um 17 Uhr soll die Hinrichtung stattfinden. Die Eltern dürfen sich von Hans und Sophie verabschieden. Christoph sieht seine Familie nicht mehr. Aufrecht und gefasst gehen die jungen Leute ihren Weg zum Schafott. Der Pfarrer, der meine Geschwister betreut hat, hat uns erzählt, wie sie noch das Abendmahl bekamen und wie sie noch zusammen eine Zigarette rauchen durften, alle drei. Und der Christel Probst hat sich dann noch taufen lassen. Ja, und dann wurden sie hingerichtet und es ist ja bekannt, ehe mein Bruder Hans hingerichtet wurde, hat er laut gerufen, es lebe die Freiheit. Und am Montag wurden sie hingerichtet, Mittwoch war die Beerdigung und am Samstag kam dann zu uns morgens die Gestapo und wurden wir alle verhaftet und kamen ins Gefängnis. Alexander Schmorell gelingt es zunächst, den Häschern der Gestapo zu entwischen. Bald erscheinen Fahndungsaufrufe in den Münchner Zeitungen. 1000 Mark Belohnung für die Ergreifung eines Verbrechers. Alex bittet seine Freundin Lilo, ihm zur Flucht zu verhelfen. Mit einem gefälschten Pass plant er gemeinsam mit Willi Graf in die Schweiz zu fliehen. Doch es ist bereits zu spät. Er sah schon verzweifelt aus, er sah ganz grau aus im Gesicht, unrasiert. Er hat immer bloß eine Aktenmappe bei sich gehabt. Er wollte fliehen in die Schweiz, aber das ging nicht mehr. Das Wetter war zu schlecht. Ich habe gelesen, dass ihm das Leben nichts mehr wert war. Das ist nicht wahr. Alex hat so gerne gelebt. Alex war so eine frohe Natur, gell? Und er war kein tragischer Mensch. Und er hat die Kraft gehabt, zu glauben, dass er das schafft, ja, dass ihm das nicht passiert. Ist eben doch anders gekommen, als er dachte. Er dachte eben, es ist ganz einfach für ihn, dass er sich rettet. Das ist das Schlimme. Alex hat sich das eingebildet, dass sie ihn nicht kriegen, weil bis jetzt immer so viel Glück hatte, gell? Ich denke manchmal, Alex, wirst du es noch mal machen, ja? Denke ich immer, wir können es jetzt leben. Zwei Tage nach der Hinrichtung seiner Freunde wird Alex festgenommen. Zusammen mit Willi Graf und Kurt Huber wird er am 19. April von Freisler zum Tode verurteilt. Die Gnadengesuche der Eltern Schmorell und Graf lehnt Hitler mit eigener Unterschrift ab. Während des Prozesses äußert Freisler hämisch, sie haben ja der Gestapo schöne Lügengeschichten aufgebunden und um ein Haar wären sie herausgekommen. Aber wir sind doch schlauer als sie. Ein halbes Jahr bleibt Willi Graf in den Fängen der Gestapo, endlosen Verhören ausgesetzt. Erst am 12. Oktober verfasst er seinen Abschiedsbrief an die Familie. Ein letzter Gruß soll euch mit diesem Schrieb erreichen. Seid stark und betet zu Gott, aus dessen Hand wir alles empfangen haben, dass er euch Trost und Kraft geben möge. In herzlicher Liebe, Willi.
Am Nachmittag wird Willi Graf wie seine Freunde vor ihm durch das Fallbeil enthauptet. Bis in die letzten Kriegstage führt der Volksgerichtshof in München, Hamburg und Donauwörth weitere Gerichtsverhandlungen gegen Mitglieder und Helfer der Weißen Rose durch. Der letzte zum Tode Verurteilte wird noch am 29. Januar 1945 hingerichtet. Hitler verlangt die erbarmungslose Verfolgung jedweder Opposition. Die Gestapo setzt alle verfügbaren Mittel ein, um die Widerstandskreise, die sich um die Weiße Rose gebildet haben, auszuheben. Viele der Festgenommenen halten den Befragungen nicht stand. Die Gestapo hat die Weiße Rose systematisch verhört. Sie hat die Verhöre ausgewertet, sie hat die Angehörigen verhaftet. Und sie ist natürlich auch Hinweisen nachgegangen und hat dadurch nicht nur den Münchner Hintergrund dieser Weißen Rose in den Griff bekommen, sondern sie hat auch andere Gruppen, die sich gebildet hatten, in Ulm, in Hamburg, also in den Orten, an denen die Mitglieder der Weißen Rose Freunde hatten, Briefe aufgegeben hatten, systematisch erforscht. Das ist ein Ergebnis von Verhören und das ist dann ganz sicherlich auch das Ergebnis des Verratens, des Preisgebens, möchte ich sagen, von Namen der Mitverschwörer. Aber die Weiße Rose waren eben nicht solche erfahrenen Regimegegner, militante, kämpferische Regimegegner, wie wir es dann später, ein gutes Jahr später, unter den Angehörigen des 20. Juli finden. Die Hitler-Gegner in der Wehrmacht sind schon lange überzeugt, dass der Führer sterben muss, um den Krieg und das Morden zu beenden. Doch alle bisherigen Attentatspläne sind gescheitert. Am 13. März 1943 kommt Hitler zu einem seiner seltenen Frontbesuche nach Smolensk. Offiziere schmuggeln eine Bombe in den Gepäckraum der Maschine des Führers, doch die explodiert nicht. Immer schwieriger wird es, an Hitler heranzukommen. Der Diktator umgibt sich mit Leibwächtern, zieht sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Auch in der Hauptstadt lässt sich Hitler nur sehr selten blicken. Sein Erscheinen beim Heldengedenktag ist eine seltene Gelegenheit für einen neuerlichen Attentatsversuch. Diesmal soll der Führer durch den Selbstmordanschlag eines Offiziers ums Leben kommen. Doch Hitler verlässt die Veranstaltung verfrüht. Die Bombe wird nicht gezündet. Wenige Wochen später schließt sich ein weiterer ranghoher Offizier den Widerständlern an. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Oberst im Generalstab des Heeres, 36 Jahre alt. Längst glaubt er nicht mehr an die Rechtmäßigkeit des Regimes. Stauffenberg war ein Zeitgenosse, der sich ganz bewusst für den Beruf des Offiziers entschied. Natürlich marschierte er in Polen ein, er marschierte in Frankreich ein. Stauffenberg erkannte dann ab 40, 41, 42 den zutiefst menschenverachtenden Charakter dieses Krieges, nicht nur im Hinblick auf die Bevölkerung in den besetzten Gebieten, sondern auch im Umgang mit den eigenen Leuten. Und vor diesem Hintergrund setzt dann ein Prozess der Distanzierung ein. Und dann erfolgt im April 1943 eben bei dem Angriff von Jagdfliegern auf sein Fahrzeug wirklich eine Konfrontation mit dem Tod, der ganz sicherlich eine Wende in seinem Leben ist. Seitdem ist ihm Leben geschenkt, um es nicht sinnlos weiterzuleben. Und das ist der Hintergrund mit der Bemerkung, die er seiner Frau beim ersten Besuch im Lazarett macht. Muss ich Deutschland retten, so ungefähr. Und damit ist ganz deutlich, er übernimmt eine Verpflichtung. Nina und Klaus von Stauffenberg sind zu diesem Zeitpunkt seit 10 Jahren verheiratet und haben 4 Kinder. Obwohl der Offizier um das Risiko für seine Familie weiß, entscheidet er sich, jetzt auch aktiv Widerstand zu leisten.
Nach seiner schweren Verwundung in Nordafrika hat Stauffenberg das linke Auge verloren. Ebenso die rechte Hand und zwei Finger der linken. Frontuntauglich wird er nun in die Heeresverwaltung versetzt. Dort trifft er den Anführer der zum Tyrannenmord entschlossenen Wehrmachtsoffiziere. Oberst Henning von Tresco. Genau wie Stauffenberg gilt er bei seinen Mitarbeitern als hochintelligenter und charismatischer Mann. Vergeblich protestiert der Offizier gegen die Massenmorde an den Juden. Tresco ist überzeugt, dass ein Attentat auf Hitler das einzige Mittel ist, das Töten zu beenden. Normalerweise wird, wenn der Krieg verloren ist, Schluss gemacht. Und für Tresco war klar, dass der Krieg vor Stalingrad 1942 verloren ist. Er sagte, es muss jetzt Schluss gemacht werden. An einem Tag, wo ich auch etwas skeptisch war, ob man es machen sollte oder nicht, da sagte mir der Tresco im Vorbeigehen, Böhler, denken Sie daran, 16.000 Menschen werden täglich umgebracht. Mord bleibt Mord. Aber wenn Sie gefragt werden, bist du bereit, den Mann umzubringen, der täglich 16.000 Menschen umbringt, konnte man nur schlecht schlafen, wenn man sagte, nee. Und konnte sich nicht hinter seinem Gewissen verstecken. Aber es war eine Belastung für jeden Einzelnen. Auf den obersten Befehlshaber Adolf Hitler. Eines der größten Probleme der Militärs, weil seit 1934 alle Soldaten auf Hitler persönlich vereidigt werden, lehnen selbst Hitler-kritische Offiziere ein Attentat auf den Führer ab. Wie verbrecherisch sich der Diktator verhält, spielt für sie keine Rolle. Fahneneid ist Fahneneid, den darf man nicht brechen. Aber wir wissen ja, dass dieses Argument auch von Offizieren benutzt worden ist, um nicht handeln zu müssen. Doch Tresco und seine Mitstreiter argumentieren, die Rettung zahlloser Menschenleben und die Verhinderung einer totalen Niederlage rechtfertige den Eidbruch. Keiner der Regimegegner hat sich schuldlos gefühlt und keiner der Regimegegner hat sich durch die Beteiligung am Widerstand selbst gerechtfertigt oder gar entlastet. Gefühlt. Helmut James Graf von Moltke spricht sogar von der Schuld an der Schuld der Verbrecher. Von seiner Schuld an der Schuld der Verbrecher. Das heißt also, wir finden Menschen, die sich in den Kreis der Verantwortlichen stellen, wie Tresco auch, und nicht außerhalb des Kreises stellen wollen durch ihre Widerständigkeit. Auch die Gruppe der Regimegegner in Kreisau will die nationalsozialistische Diktatur zu Fall bringen. Doch die Pläne, die Jork und Moltke ausarbeiten, gehen weiter als die der konservativen Militärs. Sie streben eine grundlegende Reform der Gesellschaft an. In Deutschland gab es im Grunde keine demokratische Tradition. Und die Weimarer Republik, die war so wunderbar, als Verfassung so fabelhaft klang, die funktioniert, hat ja nicht funktioniert. Und sie waren bewegt von der Frage, wie macht man aus den deutschen Demokraten? Das war wirklich eine der grundlegenden Fragen. Das deutsche Volk als Ganzes war verführt worden von Hitler. Aber es gab auch andere. Es war kein Kampf gegen das deutsche Volk, sondern es tat uns leid, dass es sich hatte verführen lassen. Der Kampf war gegen die Nazis. Moltke und seine Mitstreiter planen weitreichende Veränderungen. Bis in die kleinste kommunale Einheit soll die Neuordnung des deutschen Staates reichen. Politische Selbstbestimmung selbstverständlich werden. Auch außenpolitisch soll Deutschland in die europäische Staatenordnung integriert werden. Die Grundsatzerklärungen der drei großen Tagungen auf Moltkes Gut in Kreisau werden schriftlich festgehalten, die wenigen Kopien sorgfältig verwahrt. Die Kreisauer Pläne gehen weit über eine bloße Restaurierung vergangener Zustände hinaus. Im Gegensatz dazu bildet sich um Karl Gördeler, der zunächst das NS-Regime unterstützt hatte, ein konservativer Widerstandskreis, der auch in Kontakt zur Stauffenberg-Gruppe tritt.
Die Weimarer Republik oder gar die Monarchie wieder einzuführen, wie Gördeler es anstrebt, kommt für den Kreisauer Kreis jedoch nicht in Frage. Mein Mann empfand die Gruppe um Gördeler antiquiert. Die hatten das Gefühl, die sind schon alt und was die sagen, das stimmt nicht mehr. Und dann hat eben ihn doch sehr beschwingt die Überzeugung, dass nach dem Nationalsozialismus etwas ganz Neues kommen würde und dass es einen ganz neuen Anfang geben müsste, was er die große Lösung nannte. Ihm erschien eben alles, was Gördeler und dieser Kreis wollte, die schon mal an der Macht gewesen waren, dass das eine kleine Lösung war. Er hat es sehr so empfunden, dass sie denen weit voraus wären in dem, was sie planten. Und er wollte auf das Prinzipielle und sie wollten immer auf das Pragmatische. Und da gab es eben keine Übereinstimmung. Eine Schlüsselfigur für den geplanten Putsch der Stauffenberg-Gruppe ist General Friedrich Olbricht, hier 1939 während der Siegesparade in Warschau neben dem Diktator. Als Leiter des Wehrersatzamtes hat Olbricht im Oberkommando der Wehrmacht einen entscheidenden Posten inne. Olbricht arbeitet an Walküre, einem Plan, der im Fall innerer Unruhen das Ersatzheer alarmieren soll, um die Regierung zu schützen. Im August 1943 beginnt Treskow, diese Befehle umzuarbeiten. Unauffällig ergänzt er sie so, dass sich damit auch ein Staatsstreich durchführen lässt und das Ersatzheer den Verschwörern zur Verfügung steht. Im Oktober muss Olbrichts Vertrauter Treskow seine Arbeit unterbrechen. Er erhält ein Kommando an der Ostfront. Olbricht vertraut die Befehle der geheimen Reichssache Walküre zweien seiner engsten Mitarbeiter an. Er holt Stauffenberg nach Berlin, macht ihn zum Chef seines Stabes im Allgemeinen Heeresamt. Zusammen mit Albrecht Ritter Merz von Quirrenheim bearbeitet nun Stauffenberg Walküre weiter. Dieser Walküre-Plan, an dessen Vervollkommnung laufend gearbeitet wurde, existierte ja in rund 240 Ausfertigungen und war also bei allen Generalkommandos und bei allen Verbänden, auch in besetzten Gebieten, als Verschlusssache vorhanden und durfte dann nur auf Stichwort geöffnet werden. Der Haken war, dass dieser Befehl nur ausgegeben werden durfte auf ausdrückliche Anordnung von Hitler selbst oder im Fall seiner Verhinderung durch den Befehlshaber des Ersatzheeres, also den Generaloberst Fromm. Und deswegen war es so wichtig, den Generaloberst Fromm, wenn irgend möglich, auf die Seite der Verschwörer zu ziehen. Doch der zögert. Fromm, hier die einzigen erhaltenen Filmaufnahmen, die ihn 1941 bei einem Empfang für sowjetische Offiziere zeigen, fürchtet um seine Machtposition. Fromm hatte im Grunde das größte Gewaltmonopol im Heimatkriegsgebiet. Er war Befehlshaber des Ersatzheeres und kommandierte damit als Befehlshaber etwa 1,2 Millionen Soldaten im Heimatgebiet. Fromm war bewusst, dass Stauffenberg und andere etwas anderes wollten, als er im Auge hatte. Und es ist zweifellos auf diesen Umstand zurückzuführen, dass er im Sommer 1944, als die Situation sich zuspitzte, bewusst Stauffenberg in seine Nähe genommen hat, um ihn ein wenig auch kontrollieren zu können in dem, was er noch neben seinen Diensttätigkeiten tat.